Es ist einer der imposantesten Schwertransporte, die sich jemals durch das Donautal bewegt haben. Kammack Transporttechnik, ein Unternehmen der internationalen TII Group, schickte jetzt einen Brammen-Transporter mit einer bislang unerreichten Nutzlast von 150 Tonnen auf den Weg zu einem Kunden ins belgische Gent. Schon die Gesamtlänge des Transportes von 71 Metern und das Gesamtgewicht von 360 Tonnen sind außerordentlich. Start des Transportes bei der Kammack Transporttechnik in Ulm. Langsam setzt sich der Transport, der aus einem 6,60 Meter breiten und 5,40 Meter hohen Schub- und Zugverbund besteht, in Bewegung. Inklusive Vorausfahrzeugen und Nachhut erreicht der Konvoi eine Länge von über 100 Metern. Allein der geladene Brammentransporter ist 132 Tonnen schwer. Diese beeindruckenden Werte verdeutlichen die monatelangen Vorbereitungen bei der Durchführung des Transportes. Das macht mir halt auch extrem stolz, dass der jetzt hier quasi am Stück transportiert wird. Weil normalerweise werden die Fahrzeuge teilzerlegt und sind dann entsprechend immer noch große Transporte, aber dass man wirklich so ein großes Fahrzeug am Stück transportiert, das ist wirklich, ja, sensationell. Ein einzigartiger Transport für ein geradezu einzigartiges Spezialfahrzeug. Um allein die Nutzlast von 150 Tonnen umzusetzen, mussten sogar neue Nachläufer konstruiert werden. Später können mit dem Industriefahrzeug, das rund um die Uhr im Einsatz sein wird, bis zu 900 Grad heiße Stahlbrammen bewegt werden. Viele Kammack-Mitarbeiter begleiten den Transport und sind mächtig stolz auf diese Innovation. Große Fahrzeuge bauen wir öfter, aber dass dann auch mal Zuschauer aus dem Umland kommen und auch mal sehen, was hier im Donautal überhaupt alles produziert wird, ist schon eine interessante Sache und schön zu sehen, dass doch viele Leute gekommen sind. Und das ist die schwierigste Stelle, die der Transport meistern muss. Also wir stehen hier auf einer Brücke, die wir aufgrund der Durchfahrtshöhe nicht unterfahren können, weil die Brücke hier nur 5,20 Meter Durchfahrtshöhe hat. Unser Zug hat rund 5,5 Meter. Das heißt, wir mussten hier eine Lösung finden, wie kommen wir hier die Bundesstraße entlang. Dieser Weg musste also eigens aufgeschüttet werden, weil es über das normale Straßennetz keine andere Lösung gab. Doch Belastungsproben für den Transport lauern überall, bevor die innovative Kammack-Entwicklung nach einem Tag und vier Nächten von einem Schiff in Heilbronn abgeholt wird. Abgesehen von seiner Größe ist dieser von einem 548 PS Caterpillar-Motor angetriebene Spezialtransporter in jeder Beziehung eine echte Weltneuheit. Das Fahrzeug kann manuell, also mit einem Fahrer in der Kabine fahren. Es kann aber auch ferngesteuert fahren, mit Fernsteuerung, wenn man daneben steht. Und es kann auch wirklich von einer Leitstelle aus richtig ferngesteuert werden. Es ist geplant, dass es auch komplett fahrerlos, also autonom fährt in Zukunft. Da ist es dann ausgerüstet mit verschiedenen Radarsensoren und so weiter, dass es dann wirklich autonom fährt. Und man gibt dem Auto nur noch den Fahrauftrag, hol die Bramme von A und bring sie nach B und es fährt komplett autonom selber. Für die autonomen Fahraufträge spricht die extreme Hitzebelastung. Aufgrund der hohen Temperaturen werden die 3,70 Meter großen Reifen auch mit jeweils 10 Tonnen Wasser gefüllt. Und weil bei diesen Abmessungen einfach kein Platz mehr war, werden sie übrigens separat angeliefert.